Willkommen zurück zu Pokémon Y. Im letzten Part haben wir die sechste Arena gemacht und bei Valerie den Feenorden abgestoppt. Nun begeben wir uns auch auf den Weg zur Pokéballfabrik. Ich finde den Weg noch. Ich glaube hier lang. Jo. Mal schauen, was hier so abgeht. Ach, die coole Musik wieder, ja. Yeah. Na ihr? Jetzt haben wir den Salat. Er will uns einfach nicht in die Pokéballfabrik lassen. Hä? Wieso? Was ist los? Er will uns den Zutritt verwehren. Nichts da. Lass mich nochmal mit ihm reden. Moment, warte mal. Oh, Mädel. Sana, warte! Oh, was macht ihr wieder für Unsinn? Oh, das sind die anderen zwei. Ich hab mir schon fast gedacht. Nanu, was geht denn ab? Sind da nicht gerade Sana Banana und Trovato Tomato vorbeigedüst? Wir wollten uns doch hier treffen, oder? Ich frage mich, was da vor sich geht. Ja, hast du Scheiße gebaut, Sana? Sana Banana, warte! Halt! Team Flair. Okay, der Typ ist weg, jetzt kann ich rein. Huch, was ist denn hier los? Nun, ich werde den jetzt auch mal hinterherrennen. Hoffentlich kommst du mit deiner Wampe auch hinterher. Team Flair, hier, da drin geht irgendwas vor sich. Lass uns mal nachschauen, solange der Typ da weg ist. Gute Idee, Caleb. Ich geh vor. Ladies first! Großes Tor hier. Okay. Moment, ich wollte das Pokémon wechseln. Ja. Einmal ich. Und Enigma. Champ kommt nach hinten, weil der jetzt genug Level gekriegt hat. Ich und Yoshi haben keine Item. Habe ich irgendwas, was ich euch geben könnte? Giftschleim, nee. Kampf, Elektro, Käfer, normal, Gestein, Geist. Ja, Geist, wenn sie denn mal eine Geistattacke könnte. Das würde ich echt machen. Ich glaube, ich gebe ihr echt den Bandsticker erstmal. Sie kann zwar noch keine Geisterattacke, was ich irgendwie blöd finde, aber naja, egal, ich lasse sie mal vor. Gut, was ist denn mit dir hier los, Zöpfchenträgerin? Ist dieser Schwachkopf nicht mal in der Lage, da draußen vernünftig Wache zu schieben? Bedauere, aber eine Besichtigung ist derzeit nicht möglich. Wenn ich deinen roten Anzug so betrachte, dürftest du wohl ein Mitglied von Team Flair sein. Zahlen dir die Deppen in eurem Karnevalsverein denn so wenig, dass du einen Nebenjob brauchst? Wie kannst du es wagen, dich über Team Flair lustig zu machen? Los, Magnein, zeig diesen Spaßvögeln, was deine Hake ist. Ich erledige das, geh du schon mal vor. Okay. Na gut, wenn du meinst, dann gehe ich vor. Ich kann ja nicht mal meinen Item-Detektor-Dings benutzen. Hi. Ich bin doch ein namenloser Rüpel von Team Flair, der sich erst einen Namen machen muss. Jo. Ich glaube, du wirst auch ein namenloser Rüpel bleiben. Selbst wenn du gegen mich kämpfst. Toxic Quark. Wassergift. Scheiße. Es gefällt mir nicht so ganz, muss ich sagen. Ich warte auf meine eigenen Anweisungen. Scheiße. Ja, warum habe ich überhaupt Weckruf drin? Ich meine, ich kann eh keine Attacke, die einschläfert. Gut, versuch's mal mit Eissturm. Vielleicht friert er ja ein. Das wäre optimal. Die Init senkt. Schlammbombe. Mach weiter. Ist egal. Boah, Zielschlag. Nein, das ist Unlicht. Drecksack. Verdammt, ich muss das Pokémon wechseln. Was bist du? Wasserkampf, glaube ich. Nee, oder Kampfboden. Ich. Du bist auf jeden Fall was mit Kampf. Bin ich mir fast sicher. Toxiquark ist cool. Mit dem kann man auch was anfangen. Keine Ahnung. Yoshi, ihr schaudert. Oh oh. Giftschock. Du Mistviech, du Blödes. Psychokinese los. Hör auf, mir auf den Zeiger zu gehen mit deinen Mistattacken.
Los, mach ihn weg. Jetzt ist Feierabend. Wann nervst du? Na schön, wie ist Level ab? Blöder Penner mit dem scheiß Toxikfang. Der ist ein Typ, ich nicht weiß. Ich bin noch ein namenloser Rübel von Team Flair und hab verloren. Ja, ich sag ja, du wirst es auch bleiben. Ist egal. Verdammte Scheiße. Hab ich irgendwas zum Heilen? Ich kann das so nicht stehen lassen. Die beiden sind jetzt schon. So ist okay. Jetzt holen wir Enigma mal nach vorne, weil ihr werdet es mittlerweile mitgekriegt haben. Ich bin, was Levelmäßigkeit angeht, sehr pingelig. Deswegen lasse ich jetzt Champ und Anubis, wenn ich es unbedingt sein muss, auch aus dem Kampfgeschehen raus. Dann werden wir irgendwo hingebracht. Ja, hi, gleich der nächste. Wenn ich mit euch fertig bin, werden eure Tränen hinabkullern wie Pokebälle vom Fließband. Boah, das ist aber schön gesagt. Aber es wird nichts bringen. Was hast du? Magnaim. Naja, gut. Unlicht. Nicht wirklich ein Problem. Los, Enigma! Mach mal Mega. Mach mal Zertrümmerer. Einfach mal so. Glurakneed Y. Obwohl er dann speziell besser ist. Aber naja. Was soll's. Yeah! Und Dürre. Da hätte ich eigentlich Funkenflug machen können. Aber naja. Nur immerhin mehr als die Hälfte. Und der Verteidigung sinkt. Brüller? Arschloch. Wirklich. Ja, umso besser. Na bitte. Streich mir mal ein bisschen. Ich weiß nicht, was die Eti kommt mir so schwach vor. Ihr fehlen einfach die guten Attacken. Ich weiß nicht, was da los ist. Golbat. Fluggift. Nein, bleibst hier. Eissturm dürfte was bringen. Du brauchst einen Eisstrahl, meine Liebe. Du brauchst eindeutig einen Eisstrahl. Das geht so nicht. Boah, Gonfu-Strahl. Ich hasse Golbat dafür. Treff, 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 treff. Danke. Sehr schön. Wunderbar. Ah, du treues Förderband. Befördere mich in die Welt ohne Leid. Was bist denn du für ein Waschlappen? Ernst mal. Ich kann hier nicht mal gucken, ob hier Items versteckt sind. Das ist echt scheiße. Ist das überhaupt? Ja, das Itemradar. Verdammt. Das ist blöd. Ich möchte gerne gucken. Ja, siehst du, hier liegen aber auch Sachen rum. Flottball. Ich bin mir sicher, hier liegt ein Metallmantel rum oder so. Wenn ich mich nicht völlig, vergesslich bin. Oder der war woanders. Sicher bin ich mir nicht. So muss ich jetzt überhaupt hin. Wahrscheinlich da wieder rauf, ne? Auf der anderen Seite, weil hier geht's nicht weiter. Hier ist man auch eingesperrt. Muss man da lang. Ich bin doch kein Pokéball, der befördert werden muss. Hi! Ich bin eine holde Maid aus Kalos und der Welt. Und der Welt sperrt ins Tief. Für die Scheißlabert, das ist ja nicht normal. Zurokex, die Zelthose. So, hier siehst du mal, bist du aber drinnen, klar. Und da du eben nicht konntest, machen wir das Ganze nochmal. Diesmal aber Funkenflug anstatt. Obwohl es der Trümmerer wieder mehr gebracht hätte wegen Typen-Nachteil. Aber egal, mal gucken, was Funkenflug bringt. Da die Dürre ja wirkt, wird die Feuer. Angriff, Feuerangriff stärker. Na bitte. So will ich das sehen. Nein. Diesmal mache ich dich fertig. Und hepp.
Yes. Ich streichle sie sogar, weil das war... Kann ich ihn streicheln? Nee, kann ich nicht, weil er Megaform ist. Ich weiß nicht, warum es nicht geht in der Megaform, aber es geht nicht. Schick. Oh. Zum Weltschmerz gesellt sich jetzt noch diese demütigende Niederlage. Was soll ich nur tun? Nichts. Hör auf. Verlass Team Flair und fange ein neues, normales Leben an. Das ist einfach Schwachsinn. Da. Metallmantel. Ich wusste, dass der hier ist. Ich habe ihn beim ersten Mal auch durch Zufall gefunden, weil ich halt alles erkunden will. Damit kann man unter anderem sich Lord zu Scherox machen oder Onyx zu Stalos, glaube ich. Ne? Eigentlich schon. Und sehr ist another item, an das ich nicht komme. Doch, ich komme. Ah, ich komme dran. Timerball. Timerball, Flottball. Ja, schöne Ausbeute hier. Werde ich sicherlich brauchen können. Noch. Gut. Nach oben. Hallo, wartet hier jemand auf mich? Ganz bestimmt, da hinten ist jemand. Hm. Liegt hier irgendwas? Ich gucke ja gerne. Das Fließband läuft nur in die entgegengesetzte Richtung. Okay, das ist der Ausgang, glaube ich. Da ist eine Tür. Gehen wir mal rein. Ah, oh, Forscher. Die Vollautomatisierung wurde vorangetrieben, um den Pokémon das Leben zu erleichtern. Da die meisten Leute dadurch jedoch wegrationalisiert wurden, konnte die Fabrik im Handumdrehen besser besetzt werden. Nee, besetzt werden, so. Wenn Team Flair alle Pokébälle stiehlt, können wir mit Pokémon keine Freundschaft mehr schließen. Da gibt es halt Pokémon nicht mehr in Pokébällen. Du trägst keinen roten Anzug, also kannst du kein Team Flair-Mitglied sein. Aber wer bist du dann? Eigentlich spielt das aber keine Rolle, solange du Team Flair den Chaos machst. Mit dem Schalter kannst du übrigens die Richtung ändern, in die sich das Fließband bewegt. Das habe ich auch schon festgestellt. Dein Pokémon-Team und du, ihr solltet euch eine kleine Verschnaufspause gönnen. Danke, du heilst mich! Yeah! Ein mobiles Pokémon-Center. Überanstrenge dich und deine Pokémon nicht. Juhu! Dankeschön! Hier kam ich her. Jo, also muss ich weiter nach oben. Bam, 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 bam. Hallöchen. Ball, Ball, Pokéball, Ball, Ball, Hyperball. Was soll das werden? Hast du einen Dachschaden? Warum frage ich mich zum Team Flair? Schluck weg. Du bist nur Gift, glaube ich. Nur macht nichts. Flieg, Enigma. Pradies, kein Bock auf eine Paralyse, ne, von dir. Warm. Scheiße. Nicht Toxin! Nein! Kampfi. Das ist nur Gift, glaube ich, deswegen. Boah, nee. Keine schwere Vergiftung, blöde. Du Mistsau! Funkenflug, los! Na also. Jetzt aber, mein liebes Enigma. Streicheln! Ich bin ja noch vergiftet. Ich habe ein Gegengift da. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe keine Bälle mehr zum Werfen. Naja, du kannst auch leere Bälle auf mich werfen. Nur, ne, wenn da nichts drin ist, kannst du auch nicht kämpfen. Wie komme ich jetzt bitte darüber? Auf die andere Seite? Moment mal, da muss ich doch. Moment. Ich glaube, ich weiß wie. Ist er noch vergiftet eigentlich? Ja, natürlich, verdammt. Ich hab ein Gegengift, juhu! Wenn ich nur eins habe. Aber ist egal, eins reicht. Änder's um. So. Genau da wollte ich hin. Wieder raus und da geht's weiter. Was auch immer weiter heißt, aber hier muss ja noch was abgehen. Ja genau, hier geht da noch was ab. Los, jetzt zieh dich nicht so. Insgeheim willst du doch sicher für Team Flair arbeiten. Wenn du uns zur Hand gehen würdest, müssten wir die ganzen Pokébälle nicht alle schleppen.
Oder du wirst gegen eine Zahlung von 5 Millionen Poké-Dollar Mitglied unserer Organisation. Bequemer geht's eigentlich gar nicht, oder? Was in aller Welt geht nun euren Köpfen vor, ihr geistigen Tiefflieger? Das ist ein Diss. Ich kann doch nicht zulassen, dass sich jemand alle Pokebälle unter den Nagel reißt. Ach, vergiss es, mit diesem Tatterkreis verschwenden bloß unsere kostbare Zeit. Ja, du hast recht. Wenn hier eh keiner zu irgendwas taugt, können wir den Laden auch gleich in die Luft jagen. Sieh an, wen haben wir denn hier? Den Eindringling? Eindringling? Das sagten die Richtigen. Die ungebetenen Gäste seid doch wohl ihr. Hey du, ich brauch deine Hilfe. Meine Güte, das klingt jetzt aber reichlich verzweifelt für mein werter Fabrikleiter. Tja, es tut mir wirklich sehr leid, aber deine Hoffnung werde ich jetzt im Keim ersticken. Sag mal, Caleb, wo bist eigentlich du? Nicht, dass mich das hier stört, aber... Zelthose! Weißt du was? Jetzt kriegst du keinen Funkenflug, jetzt kriegst du Fliegen. Obwohl es im Prinzip keinen Unterschied macht. Fliegen los! Ja, ihr werdet ab. Das ist schön. Tschüss, die Zelthose! Hundemann. Feuer, Unlicht, bleib hier. Was will der mir schon machen? Will er mich anzünden, was nicht funktioniert? Flieg nochmal. Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt dort oben heiß. Aber das sollte Glurak nicht stören. Ja, schade. Na gut. Ich wurde erkannt. Oh mein Gott, ich sollte mich verstecken. Weg. Tschüssi. Level up. Nicht so gut, aber egal. Warum lernst du nichts mehr? Wo hat der Flammenwurf nicht warte? Nanu? Hey, mach mal langsam. Du musst doch für so eine erbärmliche Fabrikwerte nicht gleich in die Vollen gehen. Das war ja mal ein Trauerspiel. Von einem Vorstandsmitglied hätte ich da mehr erwartet. Aber was reg ich mich auf? Jetzt müssen eben wir Forscher ran. Dann lass uns mal im Kampf 2 gegen 1 so richtig fertig machen. Das wird wenigstens unsere Siegeschancen. Am Arsch. Das könnt ihr vergessen. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ist das etwa Verstärkung? Was soll's? Ein Rüstlevel mehr oder weniger? Das ist doch Jacke wie Hose. Dank unserer Kombos wird die Wahrscheinlichkeit unseres Sieges sogar exponentiell ansteigen. Da habt ihr euch wohl verrechnet und ihr schimpft euch Wissenschaftlerin. Darf ich an deiner Seite kämpfen, Nachbarin? Klar. Dann wollen wir mal den mal zeigen, was ein Hake ist, okay? Na klar. Das machen wir doch gerne. Kaluna und Begonia. Ach du Scheiße. Heißt wie eine Blume. Nur so ähnlich. Voltense und eine Mieze. Eine Unlichtmieze. Wir haben auch eine Mieze und einen Drachen. Also etwas, das aussieht wie ein Drachen. Voltense könnte nervig werden. Beide Level 41. Voltense. Anubis, auch wenn ich ihn nicht kämpfen lassen möchte, aber ich hole ihn mal rein, weil Voltense gegen ihn ja eh nicht viel machen kann mit Donner oder so. Ah, hab ich gewusst. Dankeschön, Jorgon. Und ich hab Überreste, ne? Jo. Ich vergesse es immer. Kampf. Erdkräfte auf Voltense, bitte. Das habe ich gehofft. Ich dachte schon, dass Erdkräfte vielleicht alle trifft, außer mir. Aber zum Glück nicht, das war Erdbeben. Jetzt verhöht der Psyrogon rüber. Wieso machst du Er wollte bestimmt Psychokinese auf Voltense machen, ja. Das bringt halt nichts bei einem Unlicht-Pokémon. Sorry. Machen wir das gleiche aber nochmal bei Cleopatra, auch wenn es nicht effektiv ist, aber es muss trotzdem Schaden machen. Komm, hör auf mit dem Kram. Tschüss. Feenattacke, Säusestimme.
Mieze weg. Mieze put put. Juhu. Überstrahlen. Nee, 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 nee. Brauchst du nicht. Was du brauchst, ist Erdbeben. Oder Drachenklaube zum Beispiel. Nein. Ich mag sowas gar nicht, wo man was aufladen muss. Es sei denn, es ist Solarstrahl und man hat Dürre. Zum Beispiel Vulnona mit Dürrefähigkeit und Solarstrahl im Moveset. Das ja, aber nicht, wenn ich es normal aufladen muss. 45 Enigma. Warum will der nichts lernen? Der hat immer noch Flammenwurf oder so. Ich habe es wirklich gesagt, wir sind einfach so uncool. Auch eine hohe Wahrscheinlichkeit ist nur eine Wahrscheinlichkeit und somit keine Garantie. Redet Deutsch mit mir und nicht euer Fachchinesisch. Na sowas. Das darf doch nicht wahr sein. Da sind wir aber mächtig baden gegangen. Genug, das reicht. Wir haben schon die Pokebälle, Superbälle und Hyperbälle eingesagt. Das reicht fürs Erste. Machen wir uns erstmal aus dem Staub. Tschüssi. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Ich stehe tief in eurer Schuld. Trotz eures geringen Alters seid ihr ganz vortreffliche Pokémon-Trainer. Gut, ich will euch als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Geschenk machen. Ihr könnt zwischen einem Meisterball und einem Riesenlager gewinnen. Meisterball. Ihr habt die Wahl. Ball. Hier, bitte sehr. Ich weiß auch schon, wen ich damit fange. Höchstwahrscheinlich. Jemanden, der mich sonst einfach zu sehr nerven würde. Aber weißt du was? Ich gebe dir einfach beides. Ja, warum dann wählen? Sag das doch gleich. Ich verarsche mich hier nicht. Das gilt natürlich auch für dich. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Mein Gefühl sagt mir, dass ihr beiden ganz genau wisst, was ihr damit anzufangen habt. Ja. Ihr seid anders als diese Gauner vom Team Flair. Ach übrigens, nicht einmal ich weiß, was man mit einem Riesen-Nugget anstellen soll. Dennoch, dieses verfluchte Team Flair. Was bezwecken sie bloß mit dem Diebstahl all der Pokebälle? Man kann den Riesen-Nugget verkaufen und ich glaube 10.000 Pokédollar draus machen oder so. So ein groß angelegter Pokéball-Diebstahl kann nur bedeuten, dass diese Flegel Unmengen an Pokémon anhäufen, weil sie insgeheim irgendeine Intrige aushecken. Der Vorfall neulich im Kraftwerk soll schließlich auch auf das Konto von Team Flair gehen. Pokémon und Strom, was haben die bloß vor? Ich hab keine Ahnung. Aber ich will jetzt erstmal wieder hier raus. Was ja nicht so schwer ist. So. Na, klar. Hey, glaubst du, wir könnten uns jetzt mal ein bisschen umsehen? Ich denke ja. Besser nicht, das wäre jetzt eher unpassend. Die sind noch damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen, das Team Flair hinterlassen hat. Na, hast auch wieder recht. Team Flair, der Name sagt mir was. Sind das nicht die Typen von vorhin mit den roten Anzügen? Ganz genau, Trovato, Team Flair. Sie haben mit Gewalt alle Pokebälle an sich genommen. Wie schlimm. Von solchen Leuten sollte man sich wohl besser fernhalten. Recht hast du, Trovato Tomato. Team Flair ist echt übel. Was machen wir jetzt? Laut der Karte ist die nächste Stadt Frescora. Das klingt so, weiß ich nicht, komisch. Sollen wir uns auf den Weg dorthin machen? Na dann, macht mal. Caleb und Jazz, ihr seid wirklich einmalig. Ihr seid um längst stärker als diese Fieslinge. Übertreibt es aber bitte trotzdem nicht, okay? Bis bald. Vielen Dank. Dank dir sind alle wohl auf. Allerdings kann und darf es nicht Sinn und Zweck meines Abenteuers sein, mich immer auf dich zu verlassen. Dann wird ein bisschen besser. Holo-Nachricht erhalten. Hallo. Dies ist eine Holo-Log-Einmeldung. Die Geiselnahme in der Pokéball-Fabrik nahe Romantia City konnte unblutig beendet werden. Der Vorfall sollte keinerlei Auswirkungen auf das laufende Pokéball-Verkaufsgeschäft haben. Die sieht aus wie Lorelei. Fällt mir jetzt auf. So, ich gehe wieder ins Pokémon Center. Der Part ist also wahrscheinlich schon lang genug. Aber es ist schön, wenn man gewisse Abschnitte im Spiel in einen Part packen kann. Ob es eine Arena ist oder halt sowas. Was läufst du hier rum? In diesen roten Anzügen fällt einem das Laufen wirklich schwer. Diese Kinder hole ich nie ein. Darauf wird der Chef aber kaum Rücksicht nehmen, wenn er mich nachher wieder ausschimpft. Nein, du bist ein Penner, du kannst gar nichts, geh nach Hause. Genau. Guti. Wow, 25 Minuten Part. Das ist lang. Und eine andere Ansicht. Sie heilt uns wieder und dann beende ich den Part wieder und dann gucken wir mal, wo es demnächst weitergeht. Frescora hat der Dicke gesagt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das sind so viele Namen, ich kann mir nicht alles merken. Trovato, Tomato, Senna, Banana sind aber die anderen beiden. Calum, aber den Dicken, da kann ich mir nicht merken. Den Tänzer. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Pokémon Y, wenn wir nach Frescora gehen, denke ich mal. Bis dann!